Du hörst jetzt einen Teaser von Ute Strohbuschs neuen und erwerbbaren Texten. Den Link zum Text findest du in der Beschreibung. Gibt es ein Happy End mit dem Seelenpartner? Langsam wird immer klarer, wozu der Dualseelenprozess dient und wo er uns hinführt. Wenn man die Gesetzmäßigkeiten verinnerlicht hat, ist es eigentlich klar, wie es ausgehen wird. Diese Erkenntnisse befreien uns noch einmal aus gewissen Zwängen und geben dem Lernprozess einen gewaltigen Schub. Sie setzen sehr viel Energie frei, die nun nicht mehr zur Kontrolle alter Muster und für die Selbstverweigerungen eingesetzt wird, sondern für konsequente Veränderungen und Umsetzungen benötigt wird und Frust in Lust am eigenen Tun verwandelt. Unser lebenslanges Ich kann nicht wird nun ein Ich kann, ich will, ich möchte unbedingt, ich werde. Ute Strohbusch.